Einen wundervollen guten Morgen, Freunde. Es tut mir leid, dass so wenig Insta-Stories kommen. Gut, das juckt euch jetzt nicht, wenn ihr es auf YouTube guckt, aber auf Insta kommt fast nichts online. Es ist wirklich alles geil. Es gibt nur ein massives Problem und das ist die Internetverbindung. Gestern war es hier ein bisschen stürmisch und hier ist alles abgebrochen. Wir hatten gestern einfach seit mittags gar kein Internet mehr. Ich habe jetzt hier verzweifelt stundenlang versucht, die Dateien auf meinen Mac zu ziehen. Hat jetzt endlich geklappt und jetzt zünden sie endlich in die Drive. Und da kann die sich dann der Basti runterladen und dann schneidet er die schönen Videos, von denen ihr ja jetzt gerade auch eins seht. Gestern war aber geil, wir hatten ja gestern den Challenge-Tag noch mit der Tabak-Erraten-Challenge. Da kriegen wir das Ergebnis dann auch heute. Das heißt, heute muss es ja theoretisch noch eine Challenge geben, plus die Challenge von gestern. Das heißt, es gibt heute 2 Wildcards und theoretisch 4 Verlierer. Das ist auf jeden Fall geisteskrank. Ich verliere nicht. Ich bin raus, Digga. Moritz ist hier wirklich wieder Boss, Alter. Schön 4 Köpfchen gerade gebaut für uns alle und jetzt hier schön im Bademantel am Laptop. 5 sogar. Ja. Wild. Ja. Und wir arbeiten jetzt alle hier ein bisschen, ne? Und dann gibt's lecker Köpfchen. Ja, und Maxi trinkt halt ein Aquarius, ne? Ja. Ich guck gerade Tag 3 Probe. Oder bevor die anderen überhaupt gehen. Yannick, der Ehrenmann, hat mir ein Premium-Frühstück hier bereitet. Dicker Kuss. Der Moritz hat Pfeifen ready gemacht. Jetzt noch ein kühles Aquarius. Und rein da. Sehr gut gemacht. Gut gebaut diesmal. Gestern war ein bisschen zu niedrig. Wir müssen uns von der Stärke noch einpendeln. Das ist keine Lüge, das ist einfach, du baust vielleicht lieber etwas niedriger und ich mag es vielleicht etwas höher im Meerloch. Aber heute ist sehr gut. Es ist wirklich egal, wo du hier die Kamera hinhältst, es sieht alles geil aus. Nicht nur wegen dem Mann. Jetzt musst du nur kurz erraten, was drin ist. Früchte. Tabak. Das sind doch getrocknete Früchte. Und es sind übrigens alle geisteskrank am Arsch. Jedem tut literally der Arsch weh vom Jetski fahren. Alle am Muskelkater von Kart, Jetski und allem Rücken. Liebe Schwester, es sieht auch aus, als wärst du 70 Jahre alt, wie du da gerade die ersten 2 Treppenstufen hochgehst. Oh Gott. Ja, wie gesagt, alle am Arsch, ne? Alter, ich versuche so sehr, die Videos hochzuladen, ne? Jetzt hat er von den 50 Clips, die ich hochladen muss, hat er 3. Und ist jetzt am 4. Und das ist wirklich nur eine Handvoll Clips heute. Und er braucht noch 5 Stunden 11. Ah, es tut mir leid, Basti, dass die Videos nicht kommen. Es tut mir leid, Jungs, dass die Videos dann possibly zu spät kommen. Aber machst du nichts? Ich kann nichts machen. Wir haben Full WLAN-Empfang, aber der Durchsatz von dem Gerät hier ist leider einfach Krise. Aber na gut, ich lasse den Laptop einfach an und dann ist oben, wenn es oben ist. Und wir gehen jetzt nochmal runter an den Pool. Heute soll es leider noch einmal regnen. Und ja, vorher nochmal in den Pool hüpfen, ne? So, ich bin euch noch eine kleine Roomtour schuldig. Die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf halbwegs. Grüße gehen raus. Da hinten ist das Tor, wo man reinfährt. Da unten ist unser Parkplatz. Man kann aber auch hier oben hochfahren, damit man die Einkäufe besser verräumen kann. Hier haben wir den ersten Esstisch für 12, 14 Leute. Klar, Klassiker. Dann haben wir hier die erste Grill-Area. Und hier ist einer der Eingänge für das Haus. Da oben ist unser Ziegengehege. Und dann kommen wir von hier in die Küche. Das kennt ihr ja schon. Da ist Kühlschrank. Oben haben wir mehrere Schlafzimmer. Ich zeige euch aber erstmal mein Zimmer. Da ist gerade der Laptop fleißig am Videos hochladen. Ein großes Bett, so ein Ablageding. Und dann hier noch ein Bad, Waschbecken, Toilette, Dusche, ganz normal. Aber sehr schön. Klima auch wichtig, die funktioniert auch sehr, sehr gut. Dann die Treppen hoch. Und dann haben wir hier 3 Schlafzimmer. Ich weiß gar nicht, wer wo ist. Aber hier sind 3 Schlafzimmer. Dann haben wir hier nochmal ein Wohnzimmer. Wenn wir aus dem Wohnzimmer rausgehen, kommen wir auf die Dachterrasse. Da haben wir auch nochmal Platz für entspannte 10 Leute. Und hier noch den Infinity Pool. Infinity Whirlpool. Mit dieser grandiosen Aussicht hier. Und das Grundstück, müsst ihr euch vorstellen, geht bis mindestens hier ungefähr. Da hinten seht ihr den Weg, den wir runterfahren müssen, um zum Ende vom Grundstück zu kommen. Und dann geht es hier wieder runter. Jetzt gehen wir von der anderen Seite einmal ins Haus rein.
Hier haben wir eben gefrühstückt. Das ist praktisch die andere Seite vom Haus. Von da sind wir eben gekommen. Dann geht es aber auch noch hier vor. Hier ist nochmal ein Badezimmer. Ja. Hier ist ein Zimmer, da ist ein Zimmer. Hier ist die Internetinfrastruktur, die nicht funktioniert. Hier ist noch der alte Eingangsbereich. Da hatten wir gestern die Tabakeraten-Challenge. Und ich finde gerade dieser Raum schreit einfach so, ich bin reich, ich habe Platz, alles andere ist mir egal. Da unten haben wir noch eine Dinner-Area, nochmal einen Sitzbereich. Und dann schnappen wir uns jetzt noch ein schönes Aquarius und ein Wasser und dann geht's runter zum Pool. So, Wasser, Aquarius. Und dann gehen wir wieder hier raus. Dann diese Treppe runter und dem Yannick hinterher. Hier ist nochmal eine Chill-Out-Area. Da ist die Dinner-Area, die ich euch gerade von diesem Ich bin reich und scheiß auf alles Zimmer gezeigt habe. Das ist wirklich arme Umstände hier, ne? Hat es nicht mal gereicht, um das hier fertig zu steinisieren. Dann haben wir hier noch einen schönen Garten. Hier auch überall alles schön bepflanzt. Da oben wieder das Ziegengehege. Hier die Treppe runter. Und dann kommen wir zum großen Pool. Und dann sind wir wieder hier unten. Und die Ari kennt ihr ja schon. Hallo, guten Tag. Alle ein bisschen platt heute von den ganzen Aktivitäten. Ja, und dann kannst du hier noch im Pool chillen. Boah, das sieht aber auch gerade wirklich wieder aus wie gemalt hier. Geil. Aloha. Wir waren unten im Pool. Dann kam der Regen. Aber zum Glück haben wir hier noch einen beheizten Whirlpool, World Infinity Pool. Und die anderen haben sich nach drinnen verzogen. Oh nein, drück den Knopf. Jetzt whirlt der Pool auch. Und wir haben uns doch nach draußen in den warmen Whirlpool gesetzt. Die anderen sind schon reingegangen, aber ist warm. Die Aussicht ist trotzdem wunderschön. Und man muss auch sagen, das ist ein geiler Vibe. Ja. Also wir chillen noch ein bisschen, dann gibt es eine warme Dusche und dann startet heute auch wieder Programmpunkt. Wir müssen noch weiter Sorten testen, Prototypen testen. Wir sind gespannt. Mittlerweile sind wir zum Kochen übergegangen. El Smito kümmert sich um Los Nudlos. Und René hat ein kurzes Süßchen gezaubert. Hat ein Mädchen geschnibbelt eben. Und dann gibt es gleich noch einen kleinen Snack, bevor es ins Tasting reingeht. Der René hat dir so ein süßes Süßchen gezaubert. Warum ist da nur Ketchup auf dem Teller? Was ist mit dir? Das ist der Kinderteller. So sollte das aussehen, wenn es gescheit ist. Ah, Essen war schmackofatz, dafür, dass der René hier mal kurz mit den drei Sachen, die hier in dem Airbnb waren, was gezaubert hat. Nice. So, wir sind jetzt mittlerweile hier zum Tasting-Part übergegangen. Draußen kommt auch wieder die wunderschöne Sonne raus. Wir haben jetzt verschiedene Flavor, die wir durchtesten. Immer einmal in einem Funnel und in einem Meerloch. Und gerade haben wir Orange. Ne? Denkt dran, das sind Flavor, die ganz potenziell hypothetisch maybe kommen könnten. Ist jetzt nicht so, dass das die nächste Aussorte wird oder so. Aber gerade Prototypentest und Runde 1 ist auf jeden Fall Orange. Da haben wir zwei und es ist sich jeder einig, dass Prototyp Nummer 2 in einer Million mal besser ist. Außer Moritz, der mag die 1. Dienstleistung, oder? Aber was für eine Dienstleistung. Jungs, wie waren die ersten zwei Tastingrunden? Warum soll ich immer anfangen? Fangen wir an jetzt. Gut. Waren wilde Runden dabei. Funnel und Meerloch. Gab es tatsächlich sehr, sehr krasse Unterschiede, muss man sagen. Die Köpfe wurden immer vom gleichen gebaut. Kuss geht raus an Yannick, der gerade nicht da ist. Das ist eine Lüge für die erste Runde. René hat gebaut die zweite Runde. Nee. Nicht? René hat die erste, Yannick die zweite. Nein, dann baut Yannick jetzt nochmal. 100% Lüge. Auf jeden Fall waren es gute Runden. Waren wilde Runden. Waren auch eigentlich gute Feedbacks. Wie waren wie war der Flavor? Welcher? Na, du kannst das sagen. Ach so, ja. Wir können sagen. Okay. Oder? Orange gut. Orange gut. Ja. Zweiter Flavor. Tropisch. Wild, eine gute Option, um was Geiles draus zu machen. Okay. Ja, erste Runde war meiner Meinung nach TikTok. Ziemlich stark. Fand ich sehr, sehr gut. Zweite Runde auch schon sehr gut, aber da würde ich auch sagen, dass da noch ein bisschen dran geschliffen werden müsste.
schließe mich meinen Vorrednern eigentlich an, muss ich sagen. Orange ist jetzt nicht so mein... ist wie in der Schule damals, ne? Orange finde ich an sich jetzt nicht ein Flavor, den ich Mono bauen würde, aber das ist an sich schon ein Taco-Ding gewesen, so mit Limonade, ging so in die Fanta-Richtung, den fand ich besser. Und tropische Früchte in der zweiten Instanz fand ich auch gut, so wie Schmitty gesagt hat, eine gute Basis. Ich würde vielleicht nur ein, zwei Aromen tweaken und dann ist das schon ein sehr, sehr rundes Ding. Also bin gespannt, was jetzt die nächste Runde noch mit sich bringen wird. Ja, bin ich dabei, was die Jungs erzählt haben. Orange überraschend geil, ich rauche ja normal nicht so gerne Orange, aber der Orange war stark. Tropisch war für mich zu viel Guave drin. Eine Guave, die ich nicht so mochte. Der Rest war eigentlich geil, aber die Guave vielleicht noch ein bisschen runter oder ein bisschen anders, dann könnte der auch geil sein. Aber Orange? Überraschung, jetzt kommt Cappuccino als nächstes. Das wird wild. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Cappuccino oder Kaffee oder sowas geraucht habe. Barista's Choice von Azure. Der war geil. Der war geil. Ja, ich gucke. So, wir machen einen Abflug. Wir sind gerade alle geflasht. Guck da mal nach hinten. Ey, das ist so geisteskrank. Das sieht doch aus wie ein scheiß Gemälde. Das ist einfach unser Ausblick von unserer Veranda hier. Das ist nicht mal eine besondere Veranda. Das ist nur so der Kack-Lieferanteneingang hier hinten. Das ist so geisteskrank. Gut, wir fahren jetzt wieder einmal quer über die Insel. Das geht ja zum Glück fix auf den Malle. Und dann gibt's lecker, lecker Abendessen. Wie sehr freust du dich, dass wir heute endlich zu deinem geliebten Steakhouse gehen? Ich will da halt einfach seit einer Woche hin. Irgendwie, keine Ahnung, hat sich immer wieder verschoben. Und ich freue mich einfach geisteskrank drauf. Und hoffe, dass wir endlich loskommen, damit wir den Tisch auch noch bekommen. Weil die Damen der Schöpfung mal wieder überpünktlich sind. Man muss dazu sagen, wir saßen eben unten und waren so, wir wollen in 20 Minuten losfahren. Das ist ja gar kein Problem. Problem. Wir erstmal hier vom Anwesen runterkommen, ne? Das sind 1 bis 2 Kilometer. Quer über die Insel gedüst und wieder in Juk Major oder wie der René zu sagen pflegt, Luck Major. Und jetzt gehen wir in sein geliebtes Steak-Restaurant. Weißt du, was für ein Steak wird bei dir? Oh, das war gar nicht gestellt. Nee, weiß noch nicht, aber die haben einen geilen Dry-Age-Schrank, habe ich gesehen, ja, beim letzten Mal. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. So, wir haben uns eingefunden, wir sind in Juk Major, sehr schöner Marktplatz hier. Hier waren, da hinten in dem Restaurant waren René und ich letztens die Pizza essen. Nee, also Pasta hatten wir, glaube ich. Naja, wir waren da auf jeden Fall bei dem Italiener. Und heute essen wir Steak. Die ersten Vorspeisen rollen an, die Croquetas, Pimentos de Patron und Patatas Bravas. So, die Steaks trudeln langsam ein hier. Alles ein bisschen zu durch, aber an sich haben wir eben schon mal ein Stückchen genascht. Lecker. War geil? War übel nice. Ja? Ja. Fetzig? Würdest du sagen, fetzige Rutsche? Mein Poto so fetzig wie dein Fleisch, würde ich sagen. So, jetzt gibt's noch eine kleine Autotankung. Den ersten Tank haben wir voll. Also Essen war leider wirklich eine absolute Katastrophe, Freunde. Wir hatten alle unterschiedlich bestellt, die Steaks. Und dann kamen alle well done. Und wir hatten halt teilweise Medium Rare, ne? Ich hatte Medium, es war alles well done. Und dann haben die das neu gemacht und es war wieder eine komplette Katastrophe. Es war praktisch alles Englisch. Und Ali hat dann sogar noch ein drittes bekommen und das war dann Englisch. Also es war wirklich schlimm. Bisschen traurig. Naja, machst du nichts. Okay. Tank ist voll. Da drüben hinten ist tatsächlich ein Burger King. Ich glaube, da geht es jetzt nochmal ein Drive-In. Gründe, warum Spanien besser ist als Deutschland. Nummer 72. Die größte Chicken-Nugget-Packung ist 25.